Moin ihr Lieben, wir kommen zu einem neuen Video von mir und ich habe mir überlegt, da ich euch ja gefragt habe, ob ihr mal wieder ein paar Stalltipps haben möchtet oder ein Q&A und ihr euch für die Stalltipps entschieden habt, wird es heute eine Winter-Edition geben und ich zeige euch, wie ich mich im Winter warm halte, denn ich bin eine absolute Frostbeule und habe da so ein paar Tricks, wie ich mich zwischendurch wieder aufwärmen kann, denn wir haben kein warmes Casino, wo man zwischendurch mal reingehen kann und wieder warm wird und deswegen muss ich so ein paar andere Tricks anwenden. Und ich würde sagen, ich will gar nicht lange weiterschnacken und wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Mein erster Tipp bezieht sich auf das Thema, was ziehe ich an? Natürlich der Zwiebellook, keine Frage. Aber ich habe auch noch so ein paar sehr praktische Kleidungsstücke, die ich einfach verwende, um mich warm zu halten. Und vor allen Dingen ist da für alle, die auch immer so schnell kalte Ohren bekommen, etwas dabei. Ich werde diesen Winter definitiv nicht mehr auf gefütterte Softshell-Reithosen verzichten. Das ist wirklich ein Unterschied und ich liebe sie. Sie hält so gut warm. Ich bin super empfindlich auf Kälte. Wenn meine Finger zu kalt werden und dann wieder durchblutet werden, werden die richtig dick und tun weh. Und diese Handschuhe von Magic Tech sind wirklich gut. Ich habe bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Ich kann da super mit reiten und man hat genug Platz in dem Handschuh, damit man die Finger auch gut bewegen kann. Außerdem neige ich leider dazu, dass meine Ohren, wenn sie kalt werden, richtig wehtun und ich Kopfschmerzen bekomme. Deswegen habe ich diese Laufmütze. Die sieht nicht besonders schön aus und ähnelt einer Badekappe. Aber da sie so dünn ist, passt sie super unter die Kappe, ohne sie auszuleiern. Und ich bin damit jetzt auch schon ein paar Mal ausgeritten. Ich kann euch sagen, meine Ohren sind dieses Mal nicht abgefroren. Ich neige sogar in der Halle dazu, dass meine Ohren zu kalt werden. Ich verwende im Stall diese Loopschals, die man nur einmal über den Kopf ziehen muss und kein Gewickel hat. Jetzt im Moment reicht dieser dünne vollkommen aus und der stört nicht, aber man hat eben keinen Wind, der so am Hals ziehen kann. Das ist wirklich ein ganz tolles, dünnes Material und den trage ich super, super gerne. Wenn es dann aber so richtig kalt wird und ich nicht auf dem Pferd sitze und mich wenig bewege, habe ich noch dieses super dicke, plüschige Modell. Der hält wirklich warm, der ist richtig flauschig und kratzt überhaupt nicht. Außerdem passt der mit dieser Farbe ja auch überall noch zu. Und wenn es richtig kalt wird, dann kommt der zum Einsatz. Und als Kopfbedeckung ein dünnes Stirnband oder eine dünne Mütze und schon kriege ich keine kalten Ohren mehr. Und auch kalte Füße sind ein großes Thema bei mir. Ich trage im Winter karierte Socken, denn die sind meistens dicker und haben richtig dicken Fuß, auch wenn ich sie nicht ganz so schön finde. Und dazu gibt es dann so dicke Boots an. Damit bin ich gut versorgt, denn die dünne Stiefelette zum Reiten hat einfach so eine dünne Sohle, dass meine Füße direkt abfrieren und mit den Schuhen klappt das super. Und erst dann, wenn ich aufs Pferd steige, tausche ich mein Schuhwerk und ziehe die dünnen Stiefeletten an, aber genauso ziehe ich sie auch nach dem Reiten direkt wieder aus und ziehe meine Boots an. Wie gesagt, wir haben hier kein Reiterstübchen und deswegen muss ich mich anders aufwärmen. Und was für Hilfsmittel ich dafür habe, das zeige ich euch jetzt. Ich habe einfach einen Thermobecher und meinen Lieblingstee im Schrank stehen. Den kann ich mir dann im Stall einfach fertig machen. Das ist echt eine super Möglichkeit, weil es nicht vergeht und man hat dann immer was vor Ort und kann sich damit von innen aufwärmen. Riding just to feel light, screaming, dreaming, feeding fire. Something, hearts on fire, I'm dripping, tripping on your pale lights. Me and you forever blind. You drive me crazy, baby. Falls die Finger dann doch eingefroren sind, habe ich immer ein paar Handwärmer im Stall. Natürlich muss man dran denken, dass man die immer wieder mit nach Hause nimmt und wieder kocht, damit sie
neu verwendbar sind, aber damit kann man sich super schnell die Hände wieder aufwärmen. Das gleiche gibt es auch für die Schuhe als solche Sohlen und die lege ich mir dann auch in meine Stiefeletten, um sie vorzuwärmen, wenn sie eiskalt sind. Man kann auch die Einlage drin lassen, wenn man den Schuh trägt, das ist aber manchmal ein bisschen ungemütlich, deswegen nehme ich sie eher zum Vorwärmen. Im Winter, wenn es früh dunkel wird, ist natürlich das Thema Sicherheit in der Dunkelheit ganz wichtig. Und manche von euch müssen ja noch ein Stück immer zur Reithalle reiten oder gehen auch genauso wie ich gerne im Winter ausreiten. Und da ist es wirklich wichtig, dass Autofahrer einen sehen können. Und ich zeige euch mal, mit was für einfachen Hilfsmitteln ich das mache. Ich habe hier von Magic Tag ein Reflexionsinlay und das passende habe ich auch für mein Armband. Das hat eine super, super gute Wirkung und ich bin richtig, richtig zufrieden damit, weil das auch einfach schnell gewechselt ist und man so ganz schnell ein paar Reflexionsartikel an das Zaumzeug bringt. Dann habe ich noch hier solche Hufglocken, damit wir auch direkt von unten bis oben leuchten. Dann kann man einschätzen, wie groß wir sind und was wir sind. Dazu habe ich dann eine Decke, das ist jetzt eine Fliegendecke, darunter habe ich eine warme Nierendecke. So kann man die nämlich auch im Sommer verwenden. Sowas gibt es ja auch gefüttert und von ganz vielen Marken. Und ich habe auch noch zum Überziehen so eine Reflexionsweste, so ein Shirt. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen und ihr werdet den Unterschied sehen. Listen to the midnight radio. Man kann im Hintergrund zwar schon so ein bisschen den LKW sehen, aber bis man mich sieht, dauert es ganz schön lange und dann bin ich schon sehr nah dran. Meine Pferde sind ja bis auf Sammy alle geschoren und damit die Pferde nicht ganz so lange ohne ihre warmen Stalldecken stehen müssen, fange ich immer beim Putzen so an, dass ich erst untenrum Beine, Schweif und danach den Kopf und sowas putze und erst dann die Decken runterziehe, denn so müssen die Pferde wirklich nicht unnötig lange mit einer dünnen Fließdecke nur dastehen, bevor sie dann bewegt werden. I don't think that you know, I'm trying hard to show. These days it's hard to tell what's on your mind. Why don't you stop pretend like this is what we plan? I can see the end is coming down. And if I don't look back, will you let me get away? If I turn my back and walk, will you stay? Ich habe letzte Woche ein Video zum Thema Fit durch den Winter in Sachen Fütterung hochgeladen. Das ist quasi also hier der zweite Teil meiner Wintertipps. Und da war ja parallel auch eine Verlosung. Und ich wollte nur noch mal daran erinnern, dass die Gewinner unten in der Infobox stehen. Aber auch der Link zu den Videos unten in der Infobox, falls ihr das Video im Anschluss noch mal gerne angucken möchtet. Ein wirklich einfacher Trick, wie man sich warm halten kann, ist immer in Bewegung bleiben und vor allen Dingen kuscheln. Kuscheln mit den Pferden, schön unter die Decke mit krabbeln, denn dann wird einem auch auf jeden Fall super warm. I've got something on my mind. I bet you know what I'm thinking about. You know I can't stop loving you. Every time. Ich habe euch eben schon meine Handwärmer gezeigt, die ich eben benutze, um mich wieder aufzuwärmen. Und das gleiche habe ich ja auch als Einlage. Aber die Pferdegebisse, die Metallgebisse werden im Winter auch richtig, richtig kalt. Und ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass das sehr angenehm ist, wenn die Pferde das kalte Gebiss ins Maul nehmen müssen. Deswegen verwende ich diese Handwärmer auch einfach, um eben ganz kurz das Metallgebiss aufzuwärmen. Man kann natürlich auch warmes Wasser nehmen, aber das haben wir leider nicht aus der Leitung. Und deswegen ist das eine einfachere Methode, wenn ich diese Dinger sowieso schon geknickt habe. Thank you.
Manche von euch haben sicher das Glück, dass sie eine beheizte Sattelkammer haben und der Stall dadurch einfach die Möglichkeit bietet, dass Sachen gut trocknen. Wenn eure Schabracken klitschnass sind und euer Stall eben auch ein bisschen feuchteres Klima hat, dann solltet ihr Schabracken auch ab und zu mit nach Hause nehmen, damit sie dort vernünftig durchtrocknen können. Denn zum einen bilden sich halt viele Bakterien in klammen Sachen und ich denke auch für den Pferderücken ist so eine kalte, klamme Decke nicht so angenehm und deswegen nehme ich meine zu nassen Pferdesachen mit nach Hause zum Trocknen und im Winter wechsle ich auch genauso wie im Sommer regelmäßig die Pferdesachen, auch wenn die vielleicht nicht immer so komplett durchgeschwitzt sind wie im Sommer. Ist es einfach durch das kalte Klima so, dass die schnell, ja, so richtig klamm sind und ich kann mir nicht vorstellen, dass das sehr angenehm ist. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und ihr könnt den ein oder anderen Tipp mitnehmen aus diesem Video. Ich denke, damit komme ich ganz gut durch den Winter. Aber ich muss zugeben, für mich sind die kalten Temperaturen nichts. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!